Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play Pokémon Schild. Wir haben ja jetzt beim letzten Mal diesen interessanten Typen mehrmals aber ertappt, wie er sich versteckt, in Anführungszeichen hat. Und also, ich habe schon dreijährige Kinder gesehen, die sich besser verstecken konnten als er, aber naja. So, wir sind im Ghost Tower, wir wollen Leon befreien, der angeblich festgehalten wird. Und wenn euch meine Videos gefallen und ihr mehr von mir sehen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Das Let's Play, was gerade läuft, das wird noch ein bisschen weiter laufen. Aber 100% werde ich, denke ich, nicht holen. So, jetzt auf zur Spitze. Obwohl ich nicht glaube, dass wir direkt zur Spitze kommen. Wow, das ist ganz schön weit nach oben. Hey, Moment mal, warum halten wir hier an? Wir sind doch noch gar nicht bei der Spitze. Na, sowas. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ihr seid zwei der Arena-Challenger, nicht wahr? Danke für eure Teilnahme. Aber wir können auf keinen Fall zulassen, dass ihr hier Ärger macht. Nicht zuletzt zum Schutz unserer Tochterfirma, die auch ihren Sitz hier im Rose Tower haben. Dieser Aufzug wurde von einer dieser Firmen gebaut. Macro Cosmog Construction. Er ist groß und stabil genug, um darin Pokémon-Kämpfe auszutragen. Ah ja. So. Eine Laubklinge gegen Kufanti. Warum ich mir das denken konnte, dass der nicht bis oben hindurch fährt, wer die anderen Pokémon-Teile kennt und gespielt hat, der weiß, dass wenn Team Rocket irgendwo in einem Tower war, zum Beispiel, da muss man über die Teleporter, muss man freischalten, muss man dann dahin oder man musste sich durch die Räume kämpfen und. Also das war irgendwo. Also wer Pokémon kämpft, der weiß das. Dass alles nicht immer so einfach ist, wie es klingt. Du brauchst nur den Fahrstuhl zu nehmen, dann bist du da. Ein Volltreffer, wow. Ja, dann würde ich sagen, noch einmal Laubklinge. Ich hatte eher damit gerechnet, dass er bis zu einer bestimmten Etage fährt und dann müssen wir weiter gucken. Müssen wir eine Treppe raufnehmen oder so. Wenigstens konnte ich beweisen, dass dieser Lift auch Pokémon-Kämpfen stattfindet. Dabei liefert niemand bessere Arbeit als Macro Cosmos Construction. Wir haben verloren, also bleibt uns nichts anderes üben, als euch durchzulassen. Aber ich muss euch erneut bitten, nicht den Liga-Präsidenten meiner Arbeit zu stören. Der Aufzug hier im Rose Tower besteht eigentlich nur aus einer beweglichen Plattform. Da dies unter normalen Umständen Risiken mit sich bringen würde, werden als Schutzmaßnahmen diese Lichtwände erzeugt. Mit wärmsten Empfehlungen von Macro Cosmog Construction. Na toll, wie es aussieht, kann das Personal den Aufzug einfach so von außen anhalten. Dabei wollen wir doch so schnell wie möglich ganz da oben. Unsere Pokémon haben sich echt gut geschnallt. Ich mache sie schnell wieder fit. Also bei mir läuft's, würde ich sagen.
Der Rose Tower ist insgesamt 300 Meter hoch. Wir befinden uns hier in der auf der 150 Meter Marke. Dieses Stockwerk ist der Sitz der Firma MC Versicherungen. Falls der Lift abstürzt, ist schon mal abversichert. Ja, ist klar. Ich hoffe für euch, dass ihr gut versichert seid. Alles gut. So. Gang wechseln. Dann machen wir auf Flunkiefel. Flunkiefer. Ich kann heute auch nicht mehr reden. Yay, es ist paralysiert. Jo. Man treibt man nicht. Verteidigung ist stark. Oh mein Gott, bin ich müde. Ich kann in den letzten paar Nächten nicht vernünftig schlafen. Ich weiß auch nicht warum. Das war doch gut. Sogar ein Volltreffer. Dabei liefert niemand bessere Arbeit als MC Versicherung. Legt man 100 Marschhawks nebeneinander, ergibt es eine Strecke von 100 Metern. 150 Metern, Entschuldigung. Oder war es doch 100 Metern? Ich weiß es gerade nicht mehr. In Wirklichkeit leide ich unter Höhenangst. Zu dumm, dass meine Versicherung für Niederlagen bei Kämpfen nicht aufkommt. Ja. Weil die ja pleite. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Spitze. Aber wir lassen nicht zu, dass ihr einfach so den Liga-Präsidenten überfallt. Ich habe keine Höhenangst. Als Angestellter von Marco Cosmos Airlines könnte ich es mir auch nicht leisten. Eine Fluggesellschaft. Ah ja. So Vetternwirtschaft, weil alle gleich uns. Meine Cousine arbeitet da und da. Wie Schwester Joy, ne? Oder Officer Rocky. Das war eine Cousine. Oh, Slapklinge. Oh. Toll. Los, auf Stalos jetzt. Ja, jetzt kommt viel runter. Und das sieht was mehr, weil es effektiv ist. Na toll.
Ja, sehr gut. Und jetzt? Oh. Komm, los jetzt, weg mit Stalos. Yay. Dabei liefert niemand bessere Arbeit als Makrokosmos Airlines. Wenn man mit dem Lift nach oben fährt, hat man das Gefühl zu schweben. Bildet euch bloß nicht ein, ihr könntet zum Liga-Präsidenten vordringen. Denn dafür müsstet ihr erst an ihr vorbei und das ist völlig unmöglich. Das Stockwerk vom Liga-Präsidenten Rose befindet sich an der Spitze des Rose Towers, weil er auch an der Spitze der Firmenhierarchie steht. Jetzt kann ich nicht mehr weit sein. Bloß nicht schlapp machen. Ja, alles gut. Ich kann mich nicht beklagen. Und hier hat er sein Dings. Also wäre mir ein bisschen zu groß und zu leer für ein Büro. Willkommen im Stockwerk des Liga-Präsidenten. Wir befinden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Es ist euch also tatsächlich gelungen, mein Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Und das offenbar ohne große Mühe. Ich hätte es wissen müssen. Immerhin hat der Champ so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Aber hier endet euer Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Denn eins sollte euch mittlerweile klar sein. Ich lasse unter keinen Umständen zu, dass ihr den Liga-Präsidenten stirbt. Dich nehme ich mir zuerst, Florinne. Wenn ich dich besiege, wird der Champ völlig am Boden zerstört sein und der Liga-Präsident aus der Hand fressen. Ich glaube, die Frau hat sehr, sehr starke Probleme. Ein Eisgeist-Pokémon. Ah, Gigasauger. Na, du traust dich ja was. Wie kannst du nur einem Pokémon... Was? Was kann ich denn mit einem Pokémon? Was denn? Ich hab Gott. Ich bin nicht so schnell im Lesen. Ein Irrlicht, okay. Jetzt brennt mein Pokémon. Laubklinge. Sagt mir jetzt nichts. Ah, ein Feuer-Pokémon. Die wechseln mal kurz. Aquarobitze. Und tschüss. Schurke erreicht Level
75. So, wir wechseln jetzt einfach mal durch. Ich meine, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Boah, Schnabel. Entweder nur Pflanze oder Pflanze Fee. Bin mir gerade nicht sicher. Neotech ist ein Wasser-Pokémon. Könnten Elektro nehmen. Ja, voll das schöne Wasser-Pokémon. Funkensprung. Voll die dramatische Musik und ich rotze sie einfach weg. Flo erreicht Level 74. Keine Ahnung, sagt mir nichts. Das ist mein letztes Pokémon. Echt, ich strecke gleich durch. Ach, egal. Nehmen wir einfach das Dunkel. Aus Elektro. Mach es fertig. Möchtest du etwas Großartiges sehen? Deine Maximum Rose Tower. Spezial Verteidigung sinkt. Verteidigung sinkt. Initiative streikt. Ah, alles okay. Noch tiefenentspannt. Nochmal Dünner Dunkel. Verloren. Ach, Olivia, du wirst echt zu nichts gebrauchen. Ah, wie ist es möglich? Wie konnte ich deine Schätze so unterschätzen, obwohl du dich bei der Arena-Challenge so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter das Leben schwer machen. Aber wir haben nun alle Wunschsterne, die wir brauchen. Daher dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr daran eh nichts mehr. Wow, du bist einfach nicht aufzuhalten, Florinda. Wie du mit Flo all diese Tricks und Kniffe hingelegt hast, ist echt der Wahnsinn. Warum müsst ihr mir den ganzen Namen aufschreiben? Warum nicht den Spitznamen? Das ist voll gemein.
Es ist Zeit, die nötigen Vorbereitungen für den Liga-Präsidenten zu treffen. Aber Delion, ich habe dir schon 100 Mal erklärt. Du willst es einfach nicht verstehen. Als Champs solltest du es wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, was sie sagen. Für mich ergibt es aber einfach keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten? Als Champ sehe ich es als meine Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Gala-Region und nicht zuletzt ich selbst, wir freuen uns schon lange darauf. Dann verstehst du es immer noch nicht. Du verstehst es einfach nicht. Sieh genau hin, Delion. Das ist die Gala-Region. In 1000 Jahren wird die Energie, die für das Aufrechterhalten des Lichterglanz nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit hier ist begrenzt und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine Zukunft für alle schaffen, Delion. Verstehe, Liga-Präsident. Das ist es also, was uns in 1000 Jahren erwartet. Ich glaube, jetzt habe ich ein besseres Bild davon, worauf sie hinaus wollen. Sie haben mein Wort, ich werde ihnen helfen, sobald der Champ-Kampf morgen vorbei ist. Deion, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, weil du nicht zu deiner Verabredung aufgekreuzt bist. Dich hier zu finden war alles andere einfach. Zum Glück hat Ness uns geholfen und Mary und das Team Yell auch. Es tut uns wirklich leid, dass du so viel Ärger wegen mir hattest, Top. Weißt du, manchmal sind Erwachsene so zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über all das hier. Lasst uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzenssucht den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Ich hoffe, Sie sehen die Kämpfe morgen an, Liga-Präsident Rose. Dieses Turnier wird in die Geschichte Galas eingehen. So viel steht fest. Du magst dich damit zufrieden geben, in der Geschichte Galas einzugehen. Aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nötig, auch im Alleingang. Am Abend des nächsten Tages. Es ist soweit. Und? Hast du dich richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten. Bist du Florinde? Richtig? Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich gerne zum Stadion. Hey, tun Sie mal nicht so, als wäre gestern nichts passiert. Mein Partner Liberlo und ich zeigen Ihnen nur zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, nicht zu überstürzen. Ich gehöre zu den Guten. Nicht alle Angestellten der Pokémon-Liga folgen Olivias Befehlen blind. Ich habe natürlich gehört, was gestern passiert ist. Ich habe natürlich gehört, was sich gestern zugetragen hat und das tut mir alles sehr leid. Olivia würde alles für den Liga-Präsidenten tun, ohne Rücksicht auf Verluste. Offenbar hat sie zu diesem Zweck sogar eine Gruppe von Experten aus den Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann euch beruhigen. Die Liga-Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden, wollen euch nichts Böses. Nun gut, klingt, als können wir ihr vertrauen, Florinde.
So, aber jetzt ab zum Stadion mit dir. Ich will endlich die Kämpfe sehen. Soll ich dich zum Stadion bringen? Ja. Bring mich hin. Gut, dann lass uns gleich losgehen. So, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen oben da und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Eure Florinda. Bye.